Ich bin Malik Musa. Ich bin Ahmed. Ich bin Sehna. Ich bin Zeynep. Ich bin Esra. Ich bin Adem. Ich bin Rana. Ich bin Meriem. Als Roxana vor 12 Jahren schwanger wurde, rechnete sie mit einem Kind, aber sie bekam gleich 6 auf einmal. Mittlerweile macht die Powerfrau als Influencerin Karriere, managt gleichzeitig einen deutsch-türkisch-polnischen XXL-Haushalt und seit ein paar Wochen tut sie das alles, während sie im Ramadan fastet. Was für mich kaum vorstellbar klingt, ist für Roxana der ganz normale Alltag, bei dem ich sie und die Berliner Sechslinge heute begleiten darf. Ich finde es halt sehr, sehr schön und das motiviert mich als Mutter natürlich auch, dass viele andere Mamas mich gerne als Vorbild nehmen und das berührt mich sehr und das ist eigentlich die Motivation, warum ich überhaupt damit weitermache. Du machst nicht alles um die Katze, alle oder? Alle machen jedes Katzenklo, also wir wechseln uns immer. Jedes Kind hat ja einmal die Woche ihre Aufgabe, das ist ja ganz praktisch. Wir haben ja 7 Tage die Woche auf 7 Kinder verteilt und dementsprechend hat jedes Kind so einmal die Woche zum Beispiel Staubsaugen, Spülmaschine auslernen oder eben das Katzenklo reinigen. Ja, und so ist das ja super aufgeteilt. Uns knurrt allen schon der Magen. Roxana bereitet in der Küche das Essen zu und sie hat ganz viele kleine fleißige Helferchen. Im Ramadan ist wichtig, Suppe, Salat. Suppe und Salat muss auf jeden Fall mit dabei sein. Also ich mixe auch gerne die Kulturen miteinander. Es gibt ja zum Beispiel Jajek und dann gibt es noch so einen polnischen Gurkensalat. Ich habe zum Beispiel so einen Mix von beiden und das schmeckt so noch besser als jedes einzelne davon. Ja, Schafi. Ja, Mann. Ja, bist du da. Die machen schon vieles zusammen. Zusammen beten zum Beispiel. Ich bin mit 18 zum Islam konvertiert. Und mein erstes Fasten, das war richtig super, denn es war im tiefsten Winter. Da hatten wir wirklich um 16.30 Uhr Fastenbrechen und das war der perfekte Einstieg für eine konvertierte Person. Und es war super easy. Und es ist bei mir bis heute eigentlich, weil ich kann den ganzen Tag also auf den Beinen stehen ohne Essen. Ich bin das gewöhnt seit der Geburt der Sechslinge. Wir haben ja wirklich großes Glück, dass wir so viele sind. Also deswegen, wir vermissen das jetzt nicht so arg. Dass halt keiner zu uns zum Essen kommt oder dass wir nicht irgendwo hingehen, weil wir sind halt trotzdem viele und ich koche trotzdem jeden Tag für sehr viele. Das ist ein großer Vorteil. Während ich anfangs noch der Überzeugung war, dass bereits ein einziges Kind eine echte Herausforderung sein kann, weiß ich nun, dass es sogar mit 8 Kindern nicht nur funktionieren, sondern auch harmonieren kann. Gerade zu Festzeiten wie Weihnachten oder Ramadan. Je größer die Familie, desto größer die Freude.